Tränen. Der war schön. Der war schöner Wortwitz auf jeden Fall. Der war gut, Benni. Den oder Finn? Ich glaube Finn. Finn. Boah, da kennst du es? Foster. Wir haben auch zwei Finn bei uns im Team. Okay. Und er hat auch immer dieses Wort davor zu stehen. Der Club ist finnisch. Guck mal das. Ja, wie gesagt, schöner Punkt von den Kraftstoffjungs. Wie gewohnt abgeliefert. So, nächste Begegnung. Wildhawks Berlin gegen Cottbuser Wölfe. Also wie gesagt, der Spieler von den Wildhawks hier, der Große, der... Ich weiß nicht, wie er es schafft, aber er schafft es immer wieder, so eine verrückten Moves zu machen, und er ist immer safe. Er kommt immer live an, er hat nirgendwo einen Treffer, nichts, gar nichts. Passt die Momente wirklich immer super gut ab. Er ist echt lustig, mir anzugucken. So, die Wildhawks starten diesmal von rechts, Cottbuser Wölfe von links. Schau mal, was jetzt wieder für eine Aktion kommt hier aus seiner Zauberkiste. Wenn ich kopiere den Text und gib's doch einfach mal bei Google einen Übersetzer. Deutsch, Finnisch. Finnisch, Deutsch. Zehn Sekunden. Los. So. Wieder besetzt das W. B wurde doppelseitig besetzt wieder. Hat ja checken lassen. Er ist auch so mega groß, der Typ, ne? So. Noch kein G gefallen auf keiner Seite. Alle Five Alive bei beiden Seiten. Und da ist er weg. One for one. Nein! Mach ihn sauber! Sauber! Mach ihn sauber! Da hätte er eigentlich ein 2-for-1 geben können. Eindeutig. Aber egal, jetzt ist bloß noch ein Spieler live für den Cottbuser Wölfen. Er wird nicht lang durchhalten, glaube ich. Jetzt kommen die schön über die Snake-Seite. Snake-Seite wird auf jeden Fall gepusht von denen. Und da hat er schon die Bälle bekommen. Der Punkt geht souverän an Wildhawks Berlin. Ah, danke. Okay, ist doch dänisch. Ist doch dänisch. Gut. Ich verstehe es auch nicht, dann den Sinn. Vielleicht hat Google wieder schlecht übersetzt, aber... Dankeschön. Also, was haben wir denn hier? 3 Spieler live bei den Wildhawks. So, nächste Begegnung. Wieder die Ballbreakers Berlin gegen Roter Baron. Mensch, die sind heute echt hart unterwegs hier. Das ist ihr vorletztes Spiel für heute. Dann sind sie nochmal gegen euch dran. Also aus meiner Sicht von gerade eben hätte der Wildhawk-Spieler nicht rausgenommen werden müssen. Der Spieler von den Cottbuser Wölfen hat vorher einen Treffer gekriegt, hat dann noch over the top übers W geschossen, hat dann den Spieler genommen. Hätte ich die vorhin genommen. Aber es ist halt auch immer so eine Sache mit der Feldübersicht hier bei den Marshalls. Das ist halt auch immer... Okay, Max, das kann natürlich sein, ja. So. Die Ballbreakers Crew ist auch wieder hier, der Support, sind wirklich alle dabei, alle die ich kenne, die sind alle hier, so gut wie alle. Wenn ich jemanden vermisst habe, der den Livestream guckt, außer Max jetzt natürlich, ne? Max. Ja, schön sowas zu sehen. Die haben heute richtig Vollgas, die Jungs, finde ich super. So, links Roter Baron, rechts Ballbreakers. Auf geht's!
Leon bei den Roten Baronen. Ballbreaker ist im Weg. Ballbreaker, der Sven ist im Weg gelandet. Die Snake ist besetzt von Meier. Das ist sein Haus. Da lässt er auch keinen rein. Er macht echt einen guten Job heute. TP-Corner nachbesetzt bei Ballbreakers. TP-Corner ist aufgesetzt. Snake 2 ist geladen von den Ballbreakers. Dahinter der Supporter, der Fabi. Das W ist besetzt von Sven. Alle 5 for life noch. Coxy ist im TP-Corner. Drückt sie alle weg. Schießt die 3 raus. G2 bei dem Roten Baron. Und drückt noch weitergehend. Der Robert hier. Der Sven geht durch. Ich fass es nicht. Der Typ. Alter, drei Leute Eclipse. Guckt, ey, ich bin sprachlos. Sprachlos. Alle 5 for life bei den Ballbreakers. Der Sven zieht sie da alle. Unglaublich. Was ein Typ. Abgefahren. Auf den müssen wir aufpassen jetzt. Daniel, Sie haben bis jetzt alles gewonnen. Bam, bam, bam. Punkt ist gegeben. Ballbreakers holen sich auch diesen Punkt. Ach, Haki, hab dich nicht so da. Komm. Richtig, das können sich auch feiern lassen. Richtig schön. Sehr schön. Nächste Begegnung. Spiel Nummer 50. Black Wolves Berlin gegen Quantum Berlin. Die Quantum Jungs von links. Black Wolves von rechts. Bis später. Benny, bis später. Ja gut, hier. Erster, zweiter Platz, darum geht's nicht. Ich finde, als Team haben die sich einfach, die haben letztes Jahr, also der Trupp sozusagen indirekt hat letztes Jahr noch 3 Mann gespielt, ja, und spielen jetzt 5 Mann ihr erstes Jahr. Und klar, ein Supporter, der Kevin, der ist runtergegangen aus zeitlichen Gründen, der spielt Landesliga, ne? Aber die spielen als Team super zusammen, die haben sich super gut gefunden, die machen richtig, richtig Action, finde ich super. So, links Quantum, rechts Roter Baron, Black Wolves, tut mir leid. Black Wolves, auf geht's! So, Zipek 1 geladen von Quantum, genauso wie das W von Quantum. G1, Black Wolves verlieren den ersten. G1 auf Quantum-Seite, 4 gegen 4, das W ist besetzt von Quantum. G2 auf Blackwolf-Seite, die Snake-Seite ist raus. So, jetzt hier mal ein bisschen Action Jackson, bitte. Oh, da geht der W-Spieler. G2 bei Quantum. G3 bei Blackwolves. Geht der nächste Spieler. Immer nur aus einer Seite rausgucken. Doorboy. Der nächste Spieler, G4 bei Black Wolves. Ey, durch. Jetzt wird er hier. Ist in der Snake 2. Wird dort auch rasiert. Das war's. Quantum holt den Punkt. Plus 3, glaube ich. 1, 2, 3. Ganz genau. Plus 3. So schnell kann es sehen, Jungs. So schnell kann es sehen. Nächste Runde. Colorful gegen die Black Sheeps. Wunderbar.
So, Black Sheeps von links, Colorful von rechts. Zehn Sekunden. Los geht's. Snake wird gleich beladen. Von dem Black Sheep Snake 1. Alle Pfeife live, glaube ich, oder? Der eine lässt sich mal checken. Doch, alles clean. Beide Seiten Pfeife live. Nichts Neues, nichts Aufregendes passiert hier. Standard Break. Kommunikation bei den Black Sheeps hört bis hierher, aber von den Colorful-Jungs kommt auch nicht so viel. Die junge Dame, die immer irgendwie viel geschrien hat, ist jetzt ein bisschen ruhiger. Snake 2 von Colorful geladen. G1 bei Colorful. G1 bei Black Sheeps. Black Sheeps gehen weiter in die Snake. Nee, G2, großer. G2 bei Black Sheeps. So, Colorful macht ein bisschen Druck jetzt. Lässt sich checken vom Marshall auf der Snake-Seite. Das W ist besetzt von den Colorful-Jungs. 2 und 4 ist geladen. Colorful verliert den nächsten Spieler, ist jetzt G3, glaube ich. Wenn ich nicht alle täusche, ist G3 auf der Colorful-Seite. Ja, ist es. Black Sheeps geht durch, auf die, über die Snake-Seite. Und knipst beide. Doch nicht. Der W-Spieler ist noch da, das wird lustig. Ist durch die Nummer. Black Sheeps holen den Punkt. Ja, 1, 2, 3. Und drei Schäfchen noch am Start. So, nächste Begegnung. Wieder was Spannendes auf jeden Fall. Alle Spiele sind spannend, ne? Aber okay, ich gucke halt gerne den Kraftstoff uns zu. Wildhawks gegen Kraftstoff. Jetzt. Oh, da haben wir es. Dirty Hang. Gleich nochmal. Was ist da los? Wir gucken mal. Spannung steigt. Automatic Points, das heißt. Verschenkt, oder was? Was ist hier los? Ja, scheint so. Verschenkt, Boys. Verschenkt. Lasst immer Leute buzzern, die vielleicht etwas hinten standen am Feld und nicht vorne die ganze Action gemacht haben. Sportclips hat ihr 9 auf die Linse gekriegt, mitten zwischen den Augen. Du sagst es. So. Ich glaube, Automatic Points, der Ding dann wohl an, nicht am Black Sheep, sondern am Colorful. So, die Wildhawks von rechts, Kraftstoff von links, Knusper steht schon auf dem Feld, zusammen mit dem Kaiser. So, Pino the Man ist auch hier. Alle stehen schon da, jetzt yes, und der Neue, auf geht's. Und jetzt hört ihr ein kleines Ständchen. Ganz genau, so sieht's aus. So, auf geht's. 10 seconds.
Ja, können Sie wieder wetten, Kai. Auf geht's! Go! So, Snake 1 geladen von Whitehawks. Pinno geht straff ins W. G1 auf Kraftstoffseite. Die haben richtig Bock, Kraftstoff. So, T-Pack ist wieder von den Jungs geladen hier. Yes, spiel das ganz sanft runter. Alles gut. Kaiser in der Snake. Snake 3 von denen. Ist raus, ist raus. Gibt extra Love, extra Love, extra Love. Der nächste ist raus. Das wird hier wieder ein Durchmarsch. Kraftstoff holt sich mal wieder den Punkt. Der Neue darf immer buzzern. Super süß. Tja, da wirkt doch mal plus 4 auf dem Counter. Jetzt letztes Spiel der Ballbreakers. Die Kraut hat sich hier schon wieder versammelt. Der Fabi ist heute. Der überhaupt gespielt? Der sieht so sauber aus. Sehr schön. Also, jetzt Ballbreakers gegen Rebirds. Rebirds startet von rechts, Ballbreakers von links. Das ist das letzte Spiel der Ballbreakers. Ja. So, stehen sie. Wenn ihr jetzt sehen könntet, das ist super lustig. Die ganzen Leute stehen da auf der englischen Seite. Okay, Quatsch. Doch, ihr wechselt. Rechts die Ballbreakers, links Rebirds. Die Crowd von den Ballbreakers versammelt sich auf der rechten Seite hier. Alles voll. Haben von Max, Maximus Customs, ihre Jacken endlich bekommen. Stehen sie ganz stolz hier. Heino macht wieder ein bisschen Action. Heizt die Jungs nochmal richtig auf. Geht nochmal richtig los hier. Also, wer nächstes Mal live hier mit von der Partie sein möchte, Garzau, einfach herkommen, live sich das eure mal halt ankicken, aber trotzdem den Livestream teilen, ganz wichtig. So, es geht los. Pfeife live bei beiden Teams, wie bis jetzt hier. Snake 1 ist von Meier geladen. Sven ist wieder MB. G1 auf der Rebirth-Seite. G Checkt er sich? G2 auf der Reverse-Seite. Jetzt gibt's hier richtig mal Lucken. André, willkommen zurück. So, G2 auf Reverse-Seite. Coxy hier vorne. Keiner guckt auf die T-Pack-Seite. Jetzt könnte Coxy machen. Ihr braucht hier nicht auf meine Dings schießen hier. Was ist hier los? Ihr werdet hier auch schon beschossen. Sauerei. Egal. Hab euch gesagt. So, was ist hier los, Jungs? Was ist hier los? Die Line stehen. Guckt nicht blöd da rein. Snake 2 geladen von Rebirth. Rebirth G2. Bei Ballbreakers noch alle live, so wie es aussieht. Der nächste geht. G. Coxy geht durch. Die Nummer ist durch. Sehr schön. Was soll ich sagen? Das war eine super Leistung von den Ballbreakers heute. Alle gewonnen. Ruppel die Zuppel, sag ich euch. Das geht ein bisschen zügig. Und wie sieht es wieder, glaube ich, alle Pfeife live, wenn mich nicht alle täuscht. Bin mir nicht ganz sicher. 1, 2, 3.
3, 4, 5 ungefähr, keine Ahnung. Schaut so aus. Zacki die Zack, Junge. So, Jungs, wir haben noch zwei Spiele, die wir miteinander verbringen werden. Dann war es das auch schon mit dem ersten Spieltag der Landesliga 2016 hier. Also erster Spieltag. Ja, da freuen sich natürlich die ganzen Jungs von den Ballbreakers und Mädels. Nein, es sind noch zwei! So, nächstes Spiel, das vorletzte des Tages. Black Wolves Berlin gegen die Cottbuser Wölfe. Yep. Was willst du sehen? Altes Schwein.